Jetzt ist an der Zeit. Wir gehen jetzt in die Pokémon-Liga. Hier in Pokémon Light Platinum. Ja, ich habe der sehr BMW beigebracht. Und nein, ich habe nicht gelevelt, weil ich habe gesehen, das stärkste Pokémon vom Champion ist Level 85. Sprich, ja, ich habe das ganze Level schon gemacht. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich dich nicht nach vorne lasse. Ne? Leider hatten die keine Pflanzenattacke wirklich als Team. Ich habe nachgeschaut, aber es gibt keine andere Pflanzenattacke so wirklich. Sieht nach Pflanze aus. Hello, let me introduce myself. I'm Robin, the first member of Lawrence Elite 4. I use the power of Poison Pokémon. Du hattest noch leicht andere Haare in deinem Overworld Sprite. Aber wenigstens habe ich jetzt nicht mit dem falschen Pokémon geleadet. Das ist schon mal gut zu wissen. Sorry, Pete. Ist doch auch Käfer. Ja, stimmt, das hat diese Giftfähigkeit, ne? Also die ersten, die Top 4, die werden, denke ich, ganz easy. Der Champ ist derjenige, der Probleme machen wird, denke ich. So, Erdbeben. Ich habe die Attacken nebenbei nicht sortiert, aber das mache ich irgendwie auch nie. Naja, ich habe nebenbei endlich mal Items auf die Box abgelegt. Muss langsam auch mal Zeit. Und ich habe mir dann echt viele Getränke und so gekauft, ne? Venusaur. Nein! Fuck, ich bin im falschen Pokémon drin. Oh, wohl. Diese, was ein Vollidiot. Okay. Bitte stirb für deine dummen Taten. Okay, er stirbt sowieso. Dummes Stück Scheiße. Den Tod hast du sowas von verdient. Ja, ich hätte ihn auch verdient eigentlich. Nein, das war einfach schon der erste der Top 4, ne? Das ging schnell. Wow, 13 Schaden. Krass. Ding ist halt, dieser Floyd mich übelst aus dem Leben nehmen können, ne? Aber irgendwie habe ich auch keine CM Solarstrahl gefunden, ne? Naja, sehe keine Attacke, die ich sonderlich gern habe. Wow, that was a great battle. I acknowledge your abilities. As a trainer. You must go forth in the search for of more victories against Lawrence Elite 4. Jetzt kommt das nächste Mitglied. Oh, das sieht wie Elektro aus. Nein. Ibeldram macht das. Hey, I'm Wise. Member of Lawrence Elite 4. I use the extreme power of Ground Pokémon to win. Du siehst überhaupt nicht aus wie ein Bodentrainer. Ich musste gerade an Denki denken aus My Hero Academia, ne? Dachte deswegen an Elektro. Ja. Habe ich natürlich nicht mit dem richtigen gestartet, aber er kann wenigstens Knirsche raushauen. Er killt aber nicht, nein. War klar. Sandsturm juckt Carbonite jetzt aber auch nicht wirklich. Und jetzt verpiss dich, Alter. Kamerupt. Das ist natürlich ein Fall für ein Wasser-Pokémon. Und ich werde jetzt keine Synthese einsetzen oder Recover. Zuerst, ne? Nur weil ich 13 KP verloren habe. Nein, nein, nein. Ich bin nicht so arrogant wie dieses Bisaflor. Ich werde einfach so schon angreifen. Aber erstmal eine halbe Stunde überlegen, welche Attacke ich einsetzen muss.
Alter, ohne Scheiß, wenn das so schnell vorangeht, dann wird das echt noch kürzer als der letzte Part, ne? Na, so kurz war der letzte auch nicht, ne? 25 Minuten wäre doch mehr, als ich gedacht hätte. Torterra, der ist safe langsamer. Letztens war er erst eins langsamer, deswegen denke ich auch, dass dieses hier langsamer sein wird. Leech Seed, Alter, okay, das ist doch schneller. Aber die machen immer denselben Fehler, ne? Die machen alle denselben Fehler, diese Pflanzen-Pokémon. Statt endlich drauf zu hauen. Hippowdon, okay. Ne? Machen sie so eine Scheiße. Und wundern sich dann, dass sie gegen ein Wasserbodenvieh abkratzen. Der Sandsturm hat mir gefühlt mehr Schaden als alle Attacken aus dem letzten Kampf. Mal das Toxin raushauen, man weiß ja nie. Ja, Recall und Gift. Und wir machen so eine Synthese. Ich will nicht so viele Gigasauger-AP benutzen. Alter, macht das wenig. Okay, ich gehe auf Gigasauger. Wahrscheinlich wegen dem Sandsturm macht es weniger, ne? Also halt weniger. Muss aber auch so viel Schaden machen, dass das Gift ausreicht. Oder halt so killt, ja. Geht auch. Fuck, er hat ja noch das andere Item. Okay, Libeldra beendet das. Ich glaube, der Lava Surf macht mehr Schaden als das Earthquake. Einfach weil ich glaube, speziell ist der gar nicht so gut aufgestellt, der gute Stalos. Das gute Stalos, whatever. Ja, seht ihr, es killt fast. Ich glaube, das Erdbeben hätte echt weniger gemacht. War ja bei Dick auch so. Stimmt, der kriegt auch noch eine erhöhte Spezialverteidigung, ne? Durch den Sandsturm. Wahrscheinlich hat das deswegen überlebt. Ja doch, ich denke schon, dass das deswegen überlebt hat. Aber ich find's echt lächerlich, dass der Champ hier einfach nur 5 Level höher ist als der letzte. You have the potential to become a spectacular trainer. If you continue being such a great trainer, everything will work out for you. Boah, die sieht aus wie Feuer. Ja, ich weiß, es wird kein Feuertyp sein. Aber wenn, dann haben wir schon mal einen richtigen Feuer. Prepare to face Honey of Lauren's Elite 4. I use Dark Pokémon to get ready for battle. Also ohne Scheiß, ich finde, dass man bei den Top 4, ne, schon am Design sehen sollte, welchen Typ sie nutzen. Sorry, falls ich das sage, liebe Honey, aber an deinem Design sieht man überhaupt nicht, dass du Unlicht-Pokémon trainierst. Das war bei den letzten zwei aber auch so. Generell mit den ganzen Arena-Leitern und so ist es so, ne? Finde besonders bei den Top 4 müssen die schon wenigstens so aussehen wie ihr Theme, ne? Das hat Gen 5 ja relativ gut rübergebracht, finde ich. Ne, zum Beispiel Unlicht oder Geist oder so, ne? Ich finde, da konnte man sehr gut schon erkennen, was für ein Typ die haben an deren Raum und auch an deren Design. By the way, ich habe Banette immer noch nicht benutzt in diesem Top, bei diesen Top 4. Hunchcrow. Ich habe auch noch nicht einmal geheilt. Also Heil-Items eingesetzt. Hundemon. Hier kann ich halt Banette überhaupt nicht einsetzen.
Aufrück ist stärker als Surf, aber ich weiß halt gar nicht, ist er speziell oder physisch besser aufgestellt. Weiß ich halt gerade gar nicht. Umbreon, nein. Ja, da muss ich auch auf, da muss ich auch wie Dreck spielen und ihn Toxin und Toxin einsetzen. Sonst kriegt man das Ding nicht klein. Das wird so krass nerven. Ja, nee, 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 nicht mit mir, Freundchen. Hatte eigentlich vor zu wechseln, aber ja, jetzt kann ich es halt nicht mehr. Das war eine Synthese. Wie gesagt, ich will sparsam mit den Gigasauger-AP umgehen. Ne? Ich will die schon noch beim Champ nutzen können. Was macht? Ja. Sagen wir es mal so, er stirbt in der nächsten Runde. Die haben, nutzen aber auch irgendwie keine Heal-Items, oder kommt mir das nur so vor? Gab es irgendeinen Arena-Leiter oder so in dem Spiel, der bisher eine Top-Genesung oder so eingesetzt hat? Absol. Absol kann auch nerven. Aber der Tink war, glaube ich, war so ne, weniger, ne? Ja, doch. Weniger wird das safe tanken. Ich glaube, ich habe Stahlflügel nicht einmal angesetzt. Also 12 Minuten und schon 3 der Top 4 besiegt. What the fuck? Muss ich. Ich glaube, bisher muss ich mir nicht so wirklich Sorgen machen. Ah ja, ich habe, by the way, diesen einen. Cheat aktiviert, mit dem das alles halt freigeschaltet ist, so. Wenn dann die Libell dran ein bisschen. Für die kleine Heilung. Ja, die 6 KP für die lohnt sich. Komm, können wir auch gleich jeden heilen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier erwarten soll bei der. Be prepared to face the Rage of Dragons. Oh, ich hab, konnte mir sogar schon irgendwie denken, dass es Drache ist. Oh mein Gott. I'm Ryan. I'm the great Dragon Tamer of Lauren's Elite Four. I defeat any challenger. Mit der normalen Trainermusik natürlich. Um das alles schön zu untermalen. Oh, sieht ganz nice aus. Wir wissen aber natürlich alle, dass die Welt das geilste Drachen-Pokémon ist. Du bist vielleicht das geilste Drachen-Pokémon, aber deine Gegner musst du trotzdem killen. Der würde dich jetzt nämlich auch speeden. Und doch, weil er den anderen. Ja, okay. Der ist noch dummer als du. Hast du Glück. Fliegen. Das wollen die mich auch mal kopieren. Ja, pass auf, du kriegst jetzt ein Eisbeam in die Fresse. Und stirb. Das überlebt er nicht. Altaria. Shit, Dragon Dance, aber ja. Stimmt sowieso, also ist es egal. Das ist jetzt das dritte Pokémon, ne? Krass. Alter, das heißt nur noch zwei. Holy shit.
Dragoran. Ich will wechseln, ne? Ich will wechseln, aber die ganze Zeit bringen die mir Drachen-Pokémon, die eine vierfache Eisschwäche haben, ne? Also ohne Scheiß, ich bin echt stolz auf Gastrodon. Hätte er jetzt überlebt, hätte ich das zurückgenommen, ne? Also, hast du nochmal Glück gehabt. Salamence. Ja, okay, diesmal muss ich aber wechseln, ne? Komm, dich muss ich auch noch einsetzen. Dich gibt's ja auch noch, ne? Ich wäre fast nebenbei mit Bidi fast reingegangen, dann ist mir eingefallen, Moment, ich habe noch nicht mein komplettes Team dabei. Hier erstmal den Angriff senken. Und das überlebst du, Bruder, das überlebst du. Ja. Erstmal den Angriff komplett wegmachen. Alter, der Brandstein ist richtig hoch, finde ich. Nicht, naja, okay. Macht auch, glaube ich, so irgendwie ein Achtel oder ein Sechzehntel oder so der KP, ne? Aber schon cool. Hä? Ich dachte, dass du den physischen Angriff senken. Bitte verletz dich selbst, du Spast. Flamethrower. Ja, das killt mich nicht. Kein Step. Und ja, schwächer als Wutanfall. Snapped out of confusion, du kleiner Huh. Ich muss jetzt nur darauf hoffen, dass sie nicht heilt. Sie heilt nicht, okay, stirb, du Hurensohn. Stirb. Das macht halt genau die Hälfte, ne? Wäre der jetzt auf meinem Level, boah, könnte ich mir echt vorstellen, dass er ihn killt, ne? War nice, hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich, Bruder. Die einzige, die mich halbwegs gefordert hat, ne, Glückwunsch. Auch wenn ihr Team eigentlich, wenn man eine Eisattacke hat, easy ist. Das reicht doch nicht mal aus, ne? Aber keine Sorge, du kriegst auch noch eine Heilung. Dann noch Eisstrahl, weil der wird sehr wichtig beim Champ. Ich habe so ein bisschen gesehen aus Versehen, was der für ein Team hat. Ich werde wahrscheinlich auch mit Gastrodon leaden, oder? Nein. Ich werde mit ihm starten. Weil der wird der Part kürzer als der letzte. Ich denke es nicht. Ich denke, der Champ wird schon länger dauern als die anderen Pappnasen. I knew I would get to face you. The first time I saw you, I knew you had great potential. You really are good. But now it's time to face a real Lauren League Champion. Mit der normalen Trainermusik, weil das auch so spannend ist. Ja, Mann. 6 Pokémon. Glurak. Holy shit. Mit Glurak habe ich tatsächlich gerade nicht gerechnet, obwohl ich wusste, dass er damit leadet, weil ich es kurz vorher aus Versehen gesehen habe, als ich nachschauen wollte, wie hoch sein Main ist. Oh nein! Das wird mich umbringen, Leute! Oh! Wer hätte das gedacht? Akani. Sag mal, ich. Ich sag dazu nichts. Ich erfreue mich einfach an den Gedanken, zwei seiner Pokémon schnell zu besiegen. Einfach damit sie aus dem Weg sind. Und ja, da tut selbst der Extreme Speed nichts mehr nützen. Als ob er das einfach überlebt hat. Der hat aber nicht Schwebe, oder?
Hurensohn. Hey, ich bin einfach schneller als für drei geworden, okay. Bin zwar auch ein Level höher, aber. Alter, das ist ja dumm, der hätte einfach eine Drachenattacke einsetzen sollen. Ja, okay, du stirbst jetzt so krass. Hast verdient. Aber trotzdem, der Gedanke, zwei seiner Pokémon schnell rauszuholen, ist schon geil. Garchomp, ja, okay. One, easy One-Hit, würde ich sagen. Yes, Garchomp's Attack Mist, nice. Jetzt krepiere. Akani kann drin bleiben. Ey, das ist voll nett, dass er mir gerade die ganzen Easy-Pokémon gibt, ne? Vor allem, sein Main war ja schon Trickgefahrlos, sprich, das hat er ja schon eingesetzt. Weil da hat er gerade ernsthaft Glut eingesetzt. Der Champ setzt Glut ein. So, jetzt krepiere endlich, Akani. Du lebst schon viel zu lange hier. Weil ich glaube, ich habe jetzt in 2 Minuten oder so einfach 3 Pokémon besiegt. Lucario wird schon das nächste Opfer. Boah, Crossjump wird zwar Schaden machen. Aber ich denke, er überlebt es, weil ich denke schon, dass er ja eine relativ hohe Verteidigung hat. Ach guck mal, als ob der das überlebt. Ja, und Crossjump misst jetzt. Kreuzlieb heißt das ja, ne? Ich wollte gerade sagen, dass es das, wo einen automatisch verwirrt, aber das ist ja Wuchtschlag. Zoroark. Den müsste ich auch relativ schnell down kriegen. Nice, dann haben wir das einfach schnell geschafft als die Siegestraße im letzten Part. Level 84. Ja, ich finde es schade, dass sein Team größtenteils aus Drachen besteht und Pokémon, die wie Drachen aussehen. Alter, Critical Hit. Ehrenmann. I'm speechless. You overpowered me so quickly. That was brilliant. Das war halt echt so. Vor 3 Minuten war ich noch am zweiten Pokémon. Now that you've conquered Zeridig, the first thing I'll say is congratulations. You were sensational. Rot, that was amazing. I'm so proud of you. If your dad were here, he'd say the same thing. Congratulations, I'm so happy for you. Your mom and I came to cheer you on, but we missed it. Ja, das ist, sie hört sich so an, als wäre das ein Copy-and-Paste-Dialog vom letzten Mal. Und dass man die Professorin ausgetauscht hat. Rot, this is the Lauren Hall of Fame. You, now you'll be recognized throughout the Pokémon world as a Pokémon Master. Type your name and team of Pokémon into the machine. Gibt's jetzt irgendwelche Credits? Sieht mal wieder verpackt aus, aber dafür kann ich ja nichts. Okay. Oh, wer ist denn da? Stimmt. Glaube ich noch vom letzten Mal. Wins Zeri and Lauren League. Have a reward for you. World Pass. With this pass, you can go to the World Championship, an event that occurs every year and has all the best trainers competing. I hope to see you there, but I have to go. Charizard, use Fly. Und ja, im nächsten Part warten wir die Legis. Vielleicht fangen wir auch erst an. Weiß ich noch nicht, ob wir das in 2 teilen. Oder in 3 vielleicht sogar. Aber ja, da will ich mir nicht so viel Mühe geben wie in den letzten Projekten, weil das hat ja immer übelst viele Parts gefressen und ich will das jetzt endlich beenden. Deswegen, bis zum nächsten Mal, Leute, wo es an die Legis geht und tschüss. Süß.